Hallo, liebe Abonnenten von Mrs. Jasmin Hardy 87. Ich bin Mr. Nightfox und mache jetzt einfach mal mit bei Let's Promote Yourself, wo ich noch sagen muss, ohne zu schleimen, ich finde das einfach nur eine hammergeile Idee. Macht so auch nicht jeder. Zumindest ist das der erste Kanal, wo ich dieses Format so in diesem Format erlebe. So, was bin ich? Ich let's playe rein hobbymäßig. Ich habe damit keinen, ich versuche daraus keinen größeren Nutzen zu ziehen. Hab jetzt auch mal ein geiles Bild rausgesucht. Spielen wir? Ja. Und ich zocke momentan The Legend of Zelda Majora's Mask. Habe ich soeben beendet. Da habe ich gerade eben den letzten Part hochgeladen. Das ist Part Nummer 60. Ich spiele das Ganze mit drei Herzen. Seht ihr hier, wenn ich ein bisschen zurück mache und Das Bild ist das echt Video gut. starte, habe ich hier oben auch nur drei Herzen. Also ich fand das auch mal eine sehr schöne Herausforderung. Wird auch demnächst noch ein Add-on kommen mit den ganzen Herzteilen und den großen Köcher und der Riesenbombentasche, die mir ja noch fehlen, dass ich dieses Spiel auch zu 100% habe. Aber das gibt ein eigenes Projekt. Ich will auch in diesem Add-on ein bisschen was zeigen. Das nenne ich dann, was passiert, wenn? Was passiert, wenn zum Beispiel der Rechner nicht so mitspielt? Und da zeige ich dann zum Beispiel, was passiert, wenn der Mond auf die Erde fällt, weil es gibt echt Leute, die haben das noch nie gesehen, weil sie da immer jetzt schon sehr früh die Hymne der Zeit spielen. Und ich finde das eigentlich eine geile Idee. Was ich noch zocke, ist Terranigma. Da geht's jetzt heute oder morgen? Ich eher morgen, weil ich mir fehlt noch eine Datei. Und wenn die weg ist, habe ich ein Problem. Wie geht's dann weiter? Und einem SMW-Hack Mario Gives Up. Der ist blind, wird allerdings mit Save States gespielt. Anfangs noch ohne. Da war es aber auch noch ein bisschen einfacher. Mein Kanaldesign seht ihr auch im Hintergrund mit den ganzen Adressen von Facebook. Twitter fehlt da noch. Muss ich mal hier meinen Designer ansprechen. Der übrigens auch hier an der rechten Seite verlinkt ist. Das ist der Chiano. Muss ja auch mal lobend erwähnt werden, weil ich finde diesen Hintergrund, der ist einfach geil. Passt ja auch irgendwo zu mir, Mr. Nightfox. Ja. Das war es eigentlich auch schon von mir. Viel muss ich eigentlich nicht zu mir sagen, außer ich halte mich selbst für sehr bekloppt. Ja, mehr muss man zu eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, Part 60, das Finale von The Legend of Zelda Majora's Mask ist jetzt hochgeladen. Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei, schaut vorbei, überzeugt euch einfach mal selbst von meinen Künsten. Ich nenne sie jetzt einfach mal Künste, weil ja. Ich kann es eben. Mein Aufnahmestil ist auch etwas eigen, denn ich nehme immer am Stück auf und schneide mir dann die 15-minütigen Parts raus, weil ja, ist halt einfacher, als nach 15 Minuten jedes Mal die Aufnahmen abzubrechen und wieder neu anzufangen, einen neuen Part anzufangen. Finde ich persönlich ein bisschen schöner so. Und erstmal gibt es aber auch keine neuen Projekte, also außer das Add-on, weil, naja, ich habe mir einen neuen Rechner bestellt und der muss dann sich bewähren zum Aufnehmen. Und dann funktioniert das alles schon. So, dann verabschiede ich mich, liebe Abonnenten von Mrs. Jasmin Hardy, die übrigens auch hier verlinkt ist, und sagt tschö. Ciao, ciao. Euer Nightfox, viel Spaß weiterhin bei den nächsten, ja, die sich vorstellen hier, würde ich mal sagen. Hallo Leute, willkommen auf dem Kanal von Mrs. Jasmin Hardy 87. Ich bin Olkyra Let's Plays und stelle mich hiermit vor. Ich habe zurzeit zwei Spiele am Laufen, einmal eine Ein-Mann-Produktion, ein Horror-Game, Euthanasia. Es ist sehr verbuggt, allerdings ist es auch sehr, sehr geil und ich habe alles mögliche Installationsanleitung, Patches und einen Download-Link in die Beschreibung gepackt, also sollte es kein Problem sein, sich dieses Spiel auch selber zu holen. Dann habe ich einmal Pokémon Kristall. Bis jetzt 28 Parts. Ich habe das Spiel auch schon komplett aufgenommen. Das ist nicht mehr viel, aber trotzdem sehr geil. In 30 Minuten Parts, da ich einfach finde, es ist ein relativ langes Game, da kann man 30 Minuten ganz gut anbieten. Und Entertainment sollte auch genug da sein. Wie man mit Sicherheit schon gemerkt hat, ich bin ein sehr, sehr aufgeweckter und hyperaktiver Mensch. Das spiegelt sich auch in meinen Videos wieder. Es ist scheißegal, was für ein Genre das ist. Ich weiß nicht, ich finde in jedem einzelnen Spiel irgendetwas, was mir einen derben Lachflash gibt. Ich habe das auch schon bei Euthanasia gehabt, bei Pokémon. Also das ist egal, welches Genre. Ich habe ziemlich viele Spiele geplant. Ältere Games wie Resident Evil 1 bis 3, Medal of Honor 1 und 2, Silent Hill und noch sehr, sehr viel mehr. Ich habe auch neue Games geplant. Resident Evil Operation Raccoon City, Duke Nukem Forever, The Walking Dead,
die Stalker-Reihe Star Wars Battlefront 2 ziemlich viel. Allerdings spiele ich zurzeit nur ältere Spiele, da ich auf einem Laptop aufnehmen muss und erst Mitte Dezember einen Rechner bekomme. Deswegen halt nur ältere Spiele. Ich habe auch Brothers in Arms Hell's Highway gespielt und zurzeit pausiert, gerade wegen der Sache mit dem Laptop, und im Moment ist das ein bisschen problematisch. Ja, was kann ich noch sagen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Ich habe. Ja, doch, doch, hier. Ich habe noch eine Umfrage gestartet, was für ein Spiel ich noch Let's Playen soll. Ich habe nämlich das Problem, diese beiden Projekte Euthanasia und Pokémon sind bald beendet. Und ich brauche jetzt ein neues Game. Ich habe drei Games zur Auswahl gestellt. Castlevania Symphony of the Night, PlayStation 1, Medal of Honor, PlayStation 1 und Dragon Ball Z, das Erbe von Goku 2 für den GBA. Und momentan ist es Gleichstand, und ja, da würde ich mich auch mal über eure Meinung freuen. Wenn ich euch gefalle, wenn meine Art euch gefällt, wenn meine Videos euch gefallen, was weiß ich, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen, und ja, das war's eigentlich von meiner Vorstellung. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr sie ja entweder unter das Video schreiben oder mir persönlich schicken. Na, ich bedanke mich noch einmal, dass es überhaupt möglich gemacht wurde. Und Tschüssi und Koski. Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich möchte meinen Kanal jetzt auch ein wenig vorstellen. Mein Name ist The Ice Foxy, wie man im Bild schon sehen kann. Ich bin Let's Player. Wer hätte das vermutet? Welche Art Let's Player bin ich? Ganz einfach, ich bin Allrounder. Sagen wir es so. Ich spiele so ziemlich jedes Genre erstmal. Aber bevorzugt Jump'n'Runs und Indie-Spiele. Ja, das kann man jetzt hier auch an den ganzen Playlists hier schön, sehr schön sehen. Ganz viele Jump'n'Runs wie Sonic da unten oder auch Spyro gehört ja auch noch zu Jump'n'Run, VVVVV als Indie-Spiel etc. pp. Früher habe ich unkommentierte Walkthroughs gemacht, wie zum Beispiel hier Portal, Portal 2 oder Cooler World. Davor dann noch ein Staffel Let's Play Together Minecraft, was allerdings nach 10 Parts abgebrochen wurde, weil einer der drei Teilnehmer, also einer der zwei Teilnehmer, die neben mir noch drin waren, hatte da keine Lust mehr drauf. Beziehungsweise hat es nicht mehr geschafft, irgendwas zu machen da, weil sein PC geschrottet ist. Ich Let's Play seit dem 27. Mai 2010 streng genommen. Allerdings wurde mir dann der Kanal ein bisschen zu blöd, aus den Gründen, dass er erstmal zwei Copyright-Strikes hatte und beim nächsten sowieso weg gewesen wäre. Und zweitens, weil der Username mir nicht mehr gefallen hatte. Drittens, weil ich da zu viele Abo-Leichen drauf hatte. Mein Ziel des Let's Playen ist es, nicht bekannt zu werden, wie jetzt vielleicht man annehmen könnte, weil ich dieses Video hier mache. Nein, es ist einfach, weil ich Spaß am Spielen haben möchte und es auch habe und diesen mit meinen Zuschauern teilen will. Und es freut mich auch, wenn das nicht mein Ziel ist, wenn ich mehr Zuschauer bekomme. Das ist natürlich klar. Mein Upload-Schema ist momentan nicht das allerbeste und nicht das allererfreulichste, was daran liegt, dass ich momentan kein wirkliches Internet habe. Momentan bin ich sowieso nur über eine 2K-Leitung vom Nachbarn drin. Übers Wochenende, über so ein paar Tage übers Wochenende bin ich dann bei meinem Vater, da kann ich dann noch mal ein paar Videos auf Vorrat hochladen etc. pp. So werden wir dann, sobald wir dann eigenes Internet haben, das werden dann so 50.000 sein, kann ich dann wieder mehr Videos am Stück raushauen. Und dann kommen die Uploads auch wirklich 100% regelmäßig. Im Moment versuche ich nur so alle 2 Tage mal ein Video hochzuladen. Das will ich in Zukunft vermeiden und gucken, dass ich mehr hochladen kann. Momentan geht's wie gesagt nicht, ich will mich nicht wiederholen. Was gibt's noch mehr zu sagen? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, allerdings habe ich das jetzt voll vergessen. Tut mir leid. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es gerade voll vergessen. Ach ja, der Hintergrund. Ja, es ist momentan kein Hintergrund drin. Nicht, weil ich zu blöd bin, einen zu finden, der mir einen macht oder mir selbst einen zu machen. Nein, das liegt daran, dass ich momentan den Hintergrund sowieso draußen habe, weil ich damit rechne, dass ich in den nächsten 2 Wochen, oder da ich in den nächsten 2 Wochen sowieso ein neues Projekt anfangen werde und extra dafür schon einen neuen Hintergrund angefertigt habe. Deswegen wird da erst dann, wenn davon der erste Part oben ist, ein neuer Kanalhintergrund erscheinen. So, Dankeschön. Ja, gut, das war's dann soweit zu meiner Vorstellung, sonst gehe ich übers Zeitlimit. Ja, falls
falls ich euer Interesse mit diesem Video geweckt haben sollte, da würde mich das freuen. Ihr könnt mir mal gerne vorbeischauen. Mich freut es nur. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Let's Plays von Miss Jasmin Hardy. Und ich bin jetzt hier raus. Bye bye. Hallo meine lieben Freunde, zu meiner Kanalvorstellung. Mein Name ist Seed und dies ist mein Kanälchen, Heat LP, wo ich dank Jessys Auktion mich vorstellen kann. Und auch danke nochmal dafür. Wie gesagt, mein Nickname ist Seed, der von meinem Charakter Heat the Dragon abgeleitet wurde, den ich jetzt hier einblenden werde. Er war meine erste Kreation hier im Internet. Ich weiß, es ist nur ein einfacher Sonic-Fan-Character, werdet ihr euch jetzt sicherlich denken, aber ich habe ihn selber erfunden und er ist mittlerweile so eine Art Maskottchen für mich geworden. Also er ist dann auch, also so ist auch mein Nickname entstanden. Die meisten haben mich dann einfach nur noch Heat genannt. Und er vertritt mich halt in Bild und Film, halt meine Meinung. So, das werdet ihr irgendwann erkennen, so wie bei meinen Videos irgendwann. Im Echtleben heiße ich Sascha und bin ein ganz normaler Gamer. Sprich, ich sitze die ganze Zeit in meinem verkackten Keller und spiele und gehe nur raus, wenn mich die Polizei schnappt, um mich in die Schule zu schleppen. Nein. Ich bin 21 und bin verdammt hässlich. Zumindest sagen das die Leute, die meine Videos gucken und die mich nicht kennen und meinen, sie würden mich dadurch beleidigen, aber was soll's. Ich bin momentan in einer Ausbildung, die ich vorerst beenden werde zum Polsterer und bin demnächst, hab zugesehen, eine Menge Zeit. Demnächst Let's Plays zu machen. Ich bin halt ein normaler Gamer. Ich zocke natürlich sehr viel, zeichne aber auch, animiere gerne und höre währendbei sehr viel Mucke. Wie zu dem Thema Flash, ich bin noch in der Übungsphase, weswegen da noch nicht so viel gekommen ist. Guckt euch ein paar Sachen an, dann werdet ihr schon sehen, dass es noch relativ bescheiden ist. So. Letzten Endes kommen auf meinem Kanal dann hauptsächlich Let's Plays. Was ist das Besondere dran? Ja, niemand redet so viel Schwachsinn wie ich. Zudem versuche ich durch Nacharbeitung des Videos mit Bildern und Soundeffekten es ein bisschen lustiger zu gestalten. Hier mal ein paar Beispiele. Ah, fuck! Das gibt's doch einfach nicht. Alter! Fail! Ich werde jetzt nicht mitmachen, weil ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan von Kirby. Okay. Okay. Pummeling. Okay. Alles klar. Bumm. Ob es gut ankommt oder nicht, das lasse ich euch entscheiden. Vielleicht werde ich damit irgendwann aufhören, aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal ein paar Meinungen dazu holen. So, was Let's Play ich so? Ja, es kommt eigentlich alles. Es gibt keine Grenzen außer Call of Duty und Battlefield-Gedöns. Bevor ich anfange zu begründen, warum das so ist, lasse ich es lieber sein, weil egal wie sehr ich mich rechtfertigen werde, es wird mich sowieso irgendwer haten. Deswegen sagen wir es einfach so: Ich mag die Spiele nicht. Genauso wenig wie Minecraft, denn ich kann nicht das bieten, was andere Minecraft-Spiele bieten können. Zudem bin ich auch der allerletzte Noob in Minecraft, deswegen eher nicht. So, so gesehen, ist alles möglich bei mir, was an Let's Plays so möglich ist. Ich habe eine TV-Karte, wo ich meine Xbox 360 und meine Wii anschließen kann und es funktioniert wunderbar. Also ist alles möglich, was ich mir an Spielen besorgen kann. Und ja, mal gucken, was in Zukunft noch so kommt mit den nächsten Konsolen und so weiter und so fort. So, bei mir ist, am Anfang ist bei mir ziemlich retro-lastig gewesen, aber ich versuche momentan so ein Mittelmaß zu finden, so ein bisschen alt, ein bisschen neu. Was bei mir auch ganz, 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 ganz groß geschrieben wird, ist das Integrieren von Leuten. Also sprich auch viel Let's Plays Togethers mit anderen Leuten, nicht nur Bekannten, bekannteren Leuten, aber auch mit kleinen Leuten, mit Leuten, mit denen ich gut zusammenspielen kann, die ich auch ein bisschen kenne. Vor allem auch möchte ich meine Abonnenten integrieren, zum Beispiel wie bei League of Legends, wo das wunderbar geht, was jeder spielen kann, was auch viele meiner Leute spielen, weil ich es ja auch Let's Playe, wo ich halt hier und da mal Anfragen kommen, ob Leute mit mir spielen wollen, obwohl ich, ach, der letzte verkackte Noob in diesem Spiel bin eigentlich, aber wenn die Leute unbedingt wollen. Und ich möchte halt in meinen LPs Abonnenten einbauen. Das ist halt besonders, wie gesagt, gut in League of Legends möglich, aber auch bei Left 4 Dead, was ich vielleicht demnächst anfangen werde und dann auch, wie gesagt, in anderen Let's Plays, was in Zukunft kommt. Dann werden wir mal nochmal gucken. So. Was wollte ich denn noch hier? Ich lese hier gerade meinen Text. Zudem ist mir auch die Meinung meiner Abonnenten sehr wichtig. Ich nehme Kritik immer sehr dankend an. Ich höre meinen Abonnenten zu, nehme auch Spielvorschläge auch entgegen und rede auch. Ich versuche immer meine Kommentare zu lesen und auch zu antworten. Kann ein bisschen bei mir dauern, aber ich versuche es zumindest. Obwohl ich komme ja gar nicht so viel Argumente, ja, Kommentare. Na, naja, was soll's. So.
Und was mir auch sehr wichtig ist Ehrlichkeit. Ich gegenüber meinen Abonnenten, von dem ich euch jetzt ein bisschen was teilhaben werden lassen. Tu Deutsch. Von Ehrlichkeit werde ich euch jetzt ein bisschen teilhaben lassen. So, ich bin schon eine kleine Weile auf YouTube und ich sage euch gleich sofort, ich bin absolut Klick, View und Abo-geil. Der abo-geilste Mensch auf dieser Welt. Und ich, wisst ihr was? Ich bin stolz darauf, das zu sagen, ohne mich zu schämen. Ich bettel zwar nicht rum, obwohl manchmal ja, aber es ist halt so eine Sache, ich möchte auf YouTube vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft was erreichen. Es ist ein Traum. Eine Idee von mir, ein Traum, den ich halt einfach lebe, so gesehen. Und ich möchte, ohne dass ich irgendwie heuchle oder zu sagen, so, nee, ich bin besser als andere YouTuber, weil ja, bla bla bla. Bei mir ist es einfach so, ich mache YouTube-Videos und ich möchte damit mal was machen. Abo, geil, bla bla bla. Blub, 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 blub. Also, wenn ihr was dagegen habt, dann abonniert mich bitte gleich gar nicht. Nur wenn ihr das unterstützt, wenn ihr euch mit dieser Idee anfreunden könnt, mich als Person halt so abogeil tragen zu können, ne? Auch möchte ich auch keine Abonnenten haben, die mich zuliebe von Jesse abonnieren, das will ich überhaupt nicht. Geht auf meinen Kanal, guckt euch die Videos an, wenn sie euch gefallen, dann abonniert mich erst bitte. Denn so viel Ehrgefühl habe ich noch, dass ich halt sage, also ich möchte natürlich viele Abonnenten, aber ich möchte Leute, die auch meine Videos gucken. Weil sonst hat das für mich keinen Sinn. So. Wenn ihr mich abonniert, verspreche ich euch neben viele EP-Projekten auch in den nächsten Monaten, wenn ich schaffe, Animationen, Reviews, etc., etc. Viel geplant ist vieles, geplant ist vieles. Das Einzige, was mich noch daran hindert, ist eine gute Kamera, die ich nicht besitze. Aber das löse ich auch nochmal irgendwann. Zum Schluss, danke noch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so einen idiotischen Typ für mich zuzuhören, der sich versucht, ein bisschen publik zu machen und vielleicht verirrt sich der eine oder andere mal auf meinem Kanal und mal schauen. See ya, my friends. Peace.